Jo Leute, was soll ich sagen? Ich habe mein Aufladekabel für meine Kamera immer noch nicht gefunden. Aber ich will ja nicht, dass jetzt sonntags auch immer die Videos ausfallen. Deswegen versuche ich gerade immer ein bisschen was zu filmen. Aber es kann sein, dass trotzdem immer Sonntag was ausfallen wird, weil mein Leben ist doch nicht ganz so spannend, wie ich gedacht habe. Beziehungsweise es ist ganz spannend. Aber es sind meistens Sachen, die ich nicht aufnehmen kann, weil Leute dabei sind, die vielleicht nicht auf YouTube sein wollen oder was weiß ich. Oder ich die Zeit einfach genieße und da nicht daran denke, aufzunehmen. Aber ist ja auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, wenn ich mein Aufladekabel mal finde. Weil eigentlich will ich kein neues bestellen. Das ist wirklich so, ich könnte mir schon längst ein neues bestellen und könnte ich auch schon längst wieder ein Video drehen. Aber die Sache ist, die ich habe, kann mir nicht vorstellen, dass es das einfach so weg ist. Und ich will lieber nochmal genauer danach suchen. Ich habe vor, auch, weiß ich nicht, vielleicht jetzt am Wochenende oder mal sehen, wie ich Lust und Laune habe. Generell mal ein paar, zum Beispiel, ich habe unten bei mir, wo meine, ich habe in der Küche, habe ich meine ganzen Schulsachen. Und dieser Tisch ist aber so vollgemüllt, weil ich immer nur alles hinschmeiße. Und auf den Tisch wird sonst auch immer noch irgendwas, wenn Sachen liegen ja manchmal auf dem Küchentisch. Und wenn wir mehrere Leute sind, dann brauchen wir ja Platz, dann werden die auch einfach auf meinen Tisch mit draufgeschmissen. Oftmals wird es dann einfach da liegen gelassen und vergessen, dass man es ja wieder wegräumen könnte. Ja. Und den will ich auch mal aufräumen. Und dann könnte ich vielleicht mal da gucken, ob da vielleicht mein Aufladekabel auf ominöse Weise mal gelandet ist. Ansonsten habe ich vor, vielleicht generell nochmal intensiver zu suchen. Obwohl ich schon das Gefühl habe, ich habe sehr intensiv gesucht. Aber wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Kabel einfach so weg ist. Und ich will mir eigentlich kein neues bestellen, aber wahrscheinlich habe ich keine andere Wahl. Aber das war gar nicht, warum ich mit euch quatschen wollte. Und zwar wollte ich eigentlich was anderes. Und zwar wisst ihr, wie ich so meine Haare gefärbt habe. Die sind halt so blond. Und dann habe ich doch hier diese eine Strähne, die, ich weiß nicht, ihr habt ja in letzter Zeit keine Videos mehr von mir gesehen, sonst hättet ihr das alles gesehen. Aber ich habe, diese Strähne ist diesmal etwas dicker und es kann sogar sein, dass sie etwas dunkler ist. Aber ihr seht es so schlecht, weil ich jetzt einen Zopf habe, aber ich habe auch einen Bad Hair Day, deswegen will ich meine Haare jetzt nicht aufmachen. Aber uns ist generell beim Färben ein bisschen was schief gegangen. Das heißt, ich hatte dann, beziehungsweise beim Färben nicht so, es war eher dann beim Auswaschen. Ich hatte das auch länger drin, als wie auf der Verpackung stand. Die Strähne war an sich etwas dicker. Und ja, irgendwie wurde entweder zu viele Haare genommen oder was weiß ich. Und beim Auswaschen ist das leider in meine anderen Haare mit Übergang. Und dann hatte ich so einen hellrosanen, pastelligen, oder eigentlich war es, es war sehr hell auf jeden Fall. Also man hat aber schon den Unterschied gesehen zu dem Blond. Hatte ich dann in den anderen Haaren drin so ein helles Rosa. Ja, es war irgendwie ein bisschen doof gelaufen. Anfangs dachte ich mir, oh, scheiße. Aber ich habe mich irgendwie damit arrangiert dann. Aber es wäscht sich ja jetzt auch nach und nach wieder raus. Also man, ich weiß nicht, in dem Licht sieht man hier wahrscheinlich eh nichts. Ja, und ein paar Freundinnen von mir meinten auch, wenn ich meine Haare in diesem hellen Rosaton komplett machen würde, wäre das auch voll geil. Ja, ich hätte Bock, mal was anderes mit meinen Haaren zu machen, auch mal was Krasseres. Das heißt, dass ich meinen ganzen Kopf mal in einer anderen Farbe mache. Und weil es auch eine Tönung ist, wäre es auch kein Problem. Nur die Sache ist die, dieses Rosa kommt mir immer so vor. Schweinchen, wisst ihr, was ich meine? Und weiß ich nicht, so ein Schweinchenkopf, keine Ahnung, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass das gut aussieht. Und dadurch, dass es auch nur eine Tönung ist und vor allem, wenn es so hell ist, wenn ich das mit ganz viel Spülung mische, ja, dann wäscht sich das eher eh schnell raus. Aber dann müsste ich ja, sage ich mal, viel öfter nachfärben, als wie ich das hier nachfärbe. Und das färbe ich immer mit meinem Ansatz zusammen nach und das ist alle 4 Wochen. Und ich hätte auch keinen Bock mehr, das ständig neu zu machen. Ich weiß nicht, ich bin da, das wäre so eine Regelmäßigkeit und es ist irgendwie wie Nägel machen. Ich meine, ich gehe gerne hin und sowas, aber ich weiß nicht, ich hasse das irgendwie, Sachen zu machen immer. Du musst dir dann und dann einen Termin setzen, weil du dann und dann das und das wieder machen musst. Ich weiß nicht, das ist wie dieses, ich gucke nie im Fernsehen irgendwelche Serien, wenn die um die und die Uhrzeit kommen, weil ich mich hasse, darauf zu beschränken, weil ich es hasse, mich einfach darauf zu beschränken. Du musst 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen oder so. Deswegen gucke ich so vieles online oder was weiß ich. Weil ich das nicht, ich finde das so schrecklich. Deswegen liebe ich YouTube einfach, weil da kannst du dir ein Video angucken, wann du willst. Da kannst du Pause drücken, wann du willst. Da kannst du Play wieder machen, wann du willst. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich bin da so, ich hasse das. Aber wie auch immer. Aber ich hatte ja diese Strähne gemacht, wer das jetzt ganz, das Ganze hier halt verfolgt hat. Ich habe mir ja diese Strähne gefärbt, weil ich wollte ja eine weinrote Strähne haben. Und zwar wie Ashley Tisdale.
das hat. Und das hatte ich einmal in meinem Haarvideo erzählt, hier in meinem Haarlaber-Video. Und dann hatte ich nochmal was dazu gesagt, wo ich die Directions-Farbe gekauft hatte. Und dann habe ich nochmal was dazu gesagt, glaube ich, als ich dann meine neue Haarfarbe da quasi vorgestellt habe. Ich kann euch alle drei Videos einfach mal in die Infobox packen. Also einfach mal, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal reinschauen. Ja, und ich wollte ja eigentlich einen weinroten Ton. Und wenn man sich diesen Ton anguckt, ist das irgendwie für mich nicht weinrot, sondern eher lila-pink. Und, aber ich hatte im Internet damals geguckt und habe gesehen, dass, wenn ich weinrot Directions eingegeben habe, dass das der Ton war, der am nächsten daran kommt. Aber ich finde, jedes Mal, wenn ich das an mir sehe, finde ich, dass das kein bisschen weinrot aussieht. Aber es kann, weiß ich nicht. Weil ich mir denke, Ashley hat einen ganz anderen weinroten Ton in ihren Haaren gehabt. Also sie trägt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich trage es halt jetzt, ne? Und deswegen habe ich habe dann mal ein bisschen rumgeguckt, was gibt es denn noch so für Directions-Farben. Und es gibt ein paar Rottöne, wo ich wiederum sage, die könnten auch ganz gut da rankommen an die Farbe. Aber ich glaube, die wären wiederum wieder zu hell, was das angeht. Die wären wieder zu sehr rot. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir eine Directions-Farbe hole. Ich glaube, die nennt sich Rubin oder so. Ich glaube, dass es die war. Und dass ich diese nehme und die, die ich jetzt noch da habe, dieses Dark Tulip. Und dass ich die beiden Farben einfach mal mische. Jetzt jedes Mal, wenn ich mir die Strähne färbe. Und vielleicht kommt ja dann die Farbe raus, die ich möchte. Ich werde ich ja sehen. Ich meine, es kann auch sein, dass es nicht so ist. Mal gucken. Ich werde es versuchen. Ich meine, es ist ja nicht mein ganzen Kopf, den ich färbe. Es ist ja nur die eine Strähne. Also wenn das jetzt nicht ganz so die Farbe ist, die ich will, ist es auch nicht schlimm, weil es nur eine Strähne ist. Ja. Deshalb, ich dachte, ich informiere euch darüber mal, weil das habe ich vor. Und ja, mal gucken. Ja. Wie gesagt, ich wollte, glaube ich, auch mal ein Video machen, wenn ich so die Haare gefärbt bekomme. Aber es ist auch immer eine schwierige Sache. Deshalb, da rechnet erstmal nicht damit, aber vielleicht mal gucken irgendwann. Und dann ist es lieb von euch, wenn ihr mir Videovorschläge schickt. Ich freue mich sehr darüber. Ich werde mir auch das, wo ich denke, das könnte ich machen, was sich für mich gut anhört, aufschreiben. Die Sache ist nur die, ich habe zurzeit noch eine kleine Liste an Videos, die ich machen möchte. Nur mit meiner großen Kamera will ich das ja schließlich alles machen. Aber solange ich noch kein Ladekabel habe, kann ich nichts machen. Deshalb, ja, entschuldigt mich das. Entschuldigt das bitte. Deswegen kommt auch in letzter Zeit keine Hauptvideos mehr. Ihr werdet ja sehen. Wenn da irgendwann mal wieder Hauptvideos kommen, dann wisst ihr, ah, sie hat ihr Ladekabel wiedergefunden, oder? Ah, sie hat sich ein neues gekauft. Mal sehen. Ich hoffe natürlich, es läuft alles darauf hinaus, dass ich meins wiederfinde. Ja. Aber wie gesagt, ja, eigentlich könnte ich es ja auch jetzt sofort machen, mir ein neues bestellen. Aber ich bin diesbezüglich gerade zurzeit ein bisschen geizig irgendwie, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das andere weg ist. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das andere wegkommt, weil ich das nicht aus meinem Haus rauslasse quasi. Eigentlich habe ich das nie mit irgendwo hingenommen und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Haus wirklich alles verschwindet. Deshalb, ja, bin ich da zurzeit ein bisschen geizig, obwohl ich immer so kurz davor bin, mir ein neues zu kaufen, weil ich endlich mal wieder ein richtiges Video drehen will. Ihr glaubt mir nicht, wie sehr ich das zurzeit einfach vermisse, weil ich vor allem jetzt teilweise immer sogar Zeit habe, Videos zu drehen. Und wenn ich dann irgendwann wieder ein neues Ladekabel habe, habe ich wahrscheinlich wieder nicht die Zeit, oder wenn ich mein altes wiederfinde, habe ich wahrscheinlich wieder nicht die Zeit, ein paar Videos zu drehen. Das ist so schrecklich. Ich weiß auch nicht. Jetzt, wo ich zurzeit eben die Zeit habe dafür, kann ich es nicht. Es kotzt mich irgendwie ein bisschen an, aber naja. Aber ich dachte mir, ich will euch trotzdem irgendwie auf dem Laufenden halten, dass ihr immer noch up-to-date seid und ja. Aber dafür bin ich zurzeit wieder ziemlich aktiv auf Snapchat. Ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht am Sommer und weil ich wieder Zeit habe. Also ansonsten, wenn ihr so meine Videos vermisst, dann einfach mal auf Snapchat vorbeischauen. Da bin ich zurzeit ziemlich aktiv. Aber ich glaube, da kommt immer so uninteressanter Scheiß. Gut, das hier ist vielleicht auch nicht für alle mega interessant, aber hey. Ja, also wenn ihr merkt, dass jetzt erstmal in nächster Zeit nichts kommt, dann wisst ihr, warum. Und warum ich noch kein neues gekauft habe. Weil ich da ein bisschen geizig bin zurzeit irgendwie. Ja, das war das, was ich eigentlich nur kurz erzählen wollte. Was haltet ihr von der Idee mit der anderen Farbe?
Okay, wenn ihr jetzt sagt, ihr findet die scheiße, werde ich wahrscheinlich das trotzdem machen. Ja, ich muss eh gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich mir, wann ich mir eine andere die andere Farbe kaufe. Und tralala ist ja noch. Ich habe mir erst vor kurzem die Haare gefärbt. Somit hat das ja eh noch ein bisschen Zeit. Deshalb, oder ob ich überhaupt gleich zum nächsten Färben mache oder erst darauf das Färben. Mal sehen. Gut, mehr wollte ich gar nicht sagen. Deshalb. Jo Leute, ja, ich drehe jetzt wieder mit meiner kleinen Cam, weil ich mir gedacht habe, weil den einen Sonntag kam jetzt kein Video online und da wollte ich eigentlich das Video online stellen, welches ich jetzt in dem Schnitt davor gedreht hatte. Aber ich habe mir gedacht, das ist viel zu kurz für einen Sonntag. Deshalb habe ich mir gedacht, hänge ich da lieber noch mehr ran. Und wie gesagt, ich habe ja nicht so viel in meinem Leben Spannendes, sonst würde ich auch viel öfter vloggen. Ja, was ist eigentlich so in letzter Zeit in meinem Leben passiert? Ich dachte mir, ich erzähle euch mal ein bisschen was. Wie gesagt, dadurch, dass ich zurzeit ja keine richtigen Videos mehr aufnehmen kann, wegen dem nicht vorhandenen Ladekabel, ich habe auch noch kein neues bestellt, habe ich euch ja den Grund genannt im letzten Videoschnitt. Ja, und habe das andere auch noch nicht gefunden, weil ich wollte es ja eigentlich an dem einen Sonntag suchen, das Ladekabel, weil, ja, und ich dachte mir vielleicht, dass meine Eltern mir dabei helfen und so. Weil, wie gesagt, wenn ich was nicht finde, meine Mutter findet das meistens. Aber es war einfach jetzt die letzten Sonntage immer so schön, dass wir gar nicht drin hocken wollten oder so. Wir sind immer in den Garten gegangen und deshalb ja, habe ich die letzten Sonntage für sowas gar keine Zeit gehabt. Deswegen, also ich erzähle erstmal so, was in letzter Zeit so ein bisschen abgeht bei mir, abgesehen davon, dass ich keine Videos drehen kann. Ich habe jetzt ein Tattoo. Einige auf Snapchat haben das schon mitbekommen, beziehungsweise die Leute, die mir auf Snapchat da folgen und mich da ein bisschen verfolgen. Ja, auf Snapchat erfährt man irgendwie teilweise sogar mehr und ansonsten erfährt man einiges auch viel früher. Ja, also wenn euch da Sachen interessieren, könnt ihr gerne mir auf Snapchat folgen, aber es ist wie gesagt kein Muss, weil teilweise kommen eben Sachen, die vielleicht für euch total irrelevant sind und ihr nur denkt, warum macht sie das? Warum erzählt sie das? Das interessiert mich nicht. Ja, also das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr sagt, nee, sowas kann ich mir nicht reinziehen, dann lasst es lieber. Wie gesagt, meinen Snapchat-Namen findet ihr immer in der Infobox. Ich will auch noch ein Tattoo-Video machen generell, weil ich habe doch mal ein Laber-Video über Piercings und Tattoos gemacht. Das findet ihr auch noch mal in der Infobox oder hier oben in der Infokarte. Hier oben, entschuldigt bitte. Ich bin immer ein bisschen raus. Man merkt, ich bin raus, was das Video drehen angeht. Ja, und so eins will ich noch drehen, also nochmal drehen, quasi so einen zweiten Teil oder ein Re-Upload oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, weil ich nämlich mittlerweile ja nicht nur Piercings habe, sondern mittlerweile auch neue Piercings und ich habe jetzt mittlerweile auch ein Tattoo. Wenn ich dieses Video irgendwann schaffe zu drehen, in der Zeit habe ich dann wahrscheinlich schon viel mehr Tattoos, also es könnte sein. Deswegen ist es teilweise auch noch nicht so schlimm, dass ich dafür noch nicht so die Zeit habe oder noch nicht die Möglichkeit habe, das Video zu drehen, weil es eigentlich ganz gut ist, wenn ich es drehe, wenn ich schon ein paar mehr Tattoos habe, denke ich. Dann kann ich nämlich über die verschiedenen, ja, wie es sich für mich angefühlt hat an den jeweiligen Stellen, ob ich Schmerzen hatte und, ja, wisst ihr, wie ich meine, so wie ich das bei meinem letzten Video auch gemacht habe und was ich dann halt noch so geplant habe. Ja, das ist so ein Plan von mir, was ich eigentlich machen möchte. Wenn ich dann irgendwann mein Ladekabel wiederfinde oder ein neues gekauft habe, dann wie gesagt ein Haul. Ich habe Klamotten, die ich nicht anziehe oder Produkte, die ich nicht benutze, weil ich noch kein Haul gedreht habe. Gut, ich habe 3 Hosen, die ich mittlerweile schon ganz oft angezogen habe, aber es liegt daran, weil ich einfach Hosen brauchte, deswegen habe ich sie angezogen. Aber ich habe noch den ganzen Preisschilder und so da. Ich werde irgendwann noch den Haul drehen, wenn ich die Möglichkeit dazu finde. Nee, aber ich muss sagen, komischerweise, ich hatte in letzter Zeit ja immer eher weniger so Lust eigentlich, Videos zu drehen und so. Naja, und komischerweise, jetzt wo ich kein Ladekabel habe und ich eigentlich gar keine Videos so drehen kann, habe ich in letzter Zeit total oft die Lust und auch die Zeit gehabt. Also wenn die Lust da war, hat mir meistens die Zeit gefehlt. Und wenn die Zeit da war, hat mir die Lust gefehlt. Ja, und jetzt, wo mein Ladekabel nicht mehr da ist, habe ich irgendwie sowohl Zeit als auch Lust. Also ich bin zurzeit irgendwie mit den ganzen Klausuren und so, bin ich zurzeit, glaube ich, durch. Also ein paar Tests kommen immer noch zwischendurch und ein paar kleine Sachen.
Aber das schaffe ich einigermaßen gut. Aber so die ganzen Sachen, die so ein bisschen, ne, wo ich immer mehr Zeit brauchte, wo ich mehr Zeit für die Schule investieren musste, da hatte ich dann, wie gesagt, generell keine Zeit. So, aber jetzt bin ich so in dieser Phase, wo ich teilweise echt viel Zeit habe und auch mega Lust habe, diese Motivation ist einfach da, Videos zu drehen. Ja, nur ich kann es nicht. Das ist irgendwie ein bisschen mau, würde ich sagen. Es ist irgendwie doof, aber was soll's. Deswegen versuche ich gerade hier ein bisschen mit euch zu quatschen und es tut mir leid, meine Haare sehen aus, weil ich die heute auch den ganzen Tag irgendwie zu hatte, weil mir die total auf den Sack gingen und jetzt sehen die aus wie ein Stück Scheiße. Aber ist ja egal. Meine Angst ist jetzt, wenn ich mein Ladekabel wiederfinde oder mir ein neues bestellt habe, dass ich dann plötzlich auf einmal keine Zeit mehr habe für Videos oder und die Motivation noch da ist oder ich habe die Zeit, aber mir fehlt die Motivation oder mir fehlt sowohl wieder Zeit als auch Motivation. Das ist wohl wieder meine Angst, weil so ein bisschen ist das ja meistens so, dass irgendwie alles nie so klappt, wie man es sich wünscht und wie es ne, sein könnte. Dann, was wollte ich euch noch erzählen? Ich bin trotzdem teilweise ganz froh, dass ich zurzeit keine benutzbare, richtige Kamera habe. Denn das heißt, ich muss... Das klingt total hart, aber das heißt, ich muss keine Videos drehen. Das wäre ja auch mein geringstes Problem. Aber das heißt, ich muss keine Videos schneiden. Denn das Videos drehen ist ja nicht so der Aufwand. Das geht eigentlich relativ fix. Also gut, die Hauptvideos waren manchmal schon etwas aufwendiger. Es ist nicht so, dass ich mich einfach hier hinsetze, wie bei diesen Videos. Sondern ich musste schon Licht aufbauen, alles aufbauen. Und wenn es Halls sind, mir die ganzen Sachen zurechtlegen. Versuchen, dass alle Preisschilder da sind und was weiß ich. Also bei den Hauptvideos ist ja teilweise schon mehr Aufwand mit drin, ne? Aber das Aufwendigste an dem Ganzen ist eigentlich immer nur das Videos schneiden, weil daran am Schnitt hänge ich einfach nur mal am längsten. Klar, ich schneide nicht so lange wie manch andere große YouTuber, ne? Also die großen YouTuber, die machen ja auch viel krasseren Scheiß. Aber es ist für eine Person wie mich, die Schülerin ist, die nicht YouTube-mäßig, also YouTube als Hauptberuf hat und oder überhaupt als Beruf hat und ich ja auch noch nebenbei Schule mache, ist das ziemlich schwierig. Deswegen finde ich auch große YouTuber, die auch nebenbei noch zur Schule gehen, finde das so krass, wie die das alles unter einen Hut bekommen. Weil ich selbst merke ja, wie es für mich einfach total schwierig teilweise ist. Und ich mache nicht mal annähernd so krasse Videos wie die. Aber gut. Man muss halt immer sehen, wie man alles managt. Wahrscheinlich verzichten die dafür auf viel Freizeit. Und ich bin immer der Typ, ich will meine Freizeit eigentlich genießen und hoffen, dass ich so viel wie möglich habe. Ich opfere ja schon, sag ich mal, viel auf für die Videos. Und das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, weil jetzt, wo ich keine Videos mehr schneide, beziehungsweise ab und zu halt die, aber das geht eigentlich, aber so auch keine Videos mehr drehe und schneide, merke ich einfach, ich habe viel mehr Zeit, die ich irgendwie für was anderes nutze. Irgendwie... Als ob ich meine Lebenszeit nicht mehr, ich will nicht sagen verschwenden, aber irgendwie das Schneiden ist quasi fast verschwendete Lebenszeit, weil du hättest in den, wahrscheinlich in der Zeit, was viel Cooleres erleben können in deinem Leben, was viel Cooleres starten können. Du hättest offline sein können und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber offline passieren meistens einfach die tollsten Sachen. Ich muss sagen, es gab bei mir auch eine Zeit, da habe ich mich quasi nur so in dieses Internet, das klingt so, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich halt so ins Internet geflüchtet und da waren so YouTube-Videos voll mein Ding. Da hätte ich wahrscheinlich in der Zeit, wenn ich keine Videos geschnitten hätte und tralala, hätte ich mich in der Zeit in YouTube-Videos, in YouTube-Videos festgebissen und hätte, wäre ja trotzdem in dieser Online-Welt gewesen und, ja, das ist nicht mal das, mache ich jetzt in letzter Zeit. Also YouTube-Videos gucke ich nur noch eher selten. Trotzdem gibt es natürlich Tage, wo ich sage, oh, jetzt könntest du mal wieder ein paar gucken und dann gucke ich immer oft ganz viele. Aber es ist eher wenig, also es ist auf jeden Fall schon weniger geworden als früher. Nicht, weil man nicht die Zeit hat, weil die Zeit habe ich ja in letzter Zeit, aber weil ich viel lieber zurzeit in dieser Offline-Welt hänge. Obwohl ich in letzter Zeit auch wieder ziemlich gerne was auf Snapchat poste, aber es liegt daran, weil Snapchat, finde ich, so ein cooler Begleiter für zwischendurch ist und ja, irgendwie mag ich das ganz gerne. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es bei mir bis jetzt, also ich habe euch ja erzählt, jetzt so nachdem ich jetzt 18 geworden bin und so, gut, das liegt jetzt schon eine Weile zurück, nicht ewig, aber ein wenig ja ist das jetzt ja schon,
habe ich mich ja nie anders gefühlt, seitdem ich 18 bin. Und ich muss sagen, bisher gab es auch noch nicht viele Gründe. Gut, ich bin, seitdem ich 18 bin, habe ich das Gefühl, ich habe viel mehr gemacht jetzt irgendwie. Ich bin fast jedes Wochenende irgendwie unterwegs gewesen oder habe irgendwas gemacht oder irgendwie Leute waren bei mir, irgendwie Freunde. Leute, das klingt so fremd. Freunde waren bei mir, irgendwas war immer. Ich glaube, es gab jetzt dazwischen bestimmt nur ein oder zwei Wochenenden, wo eigentlich mal nichts los war. Glaube ich, ich bin mir selbst gar nicht mehr so sicher, aber ich habe das Gefühl, ich habe bisher immer fast jedes Wochenende, ob es jetzt ein Freitag war, ein Samstag oder vielleicht sogar ein Sonntag, irgendwas war immer, ich hatte irgendwie immer irgendwas vor. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich hätte ich das schon viel früher machen können. Wie gesagt, meine Eltern haben mir nichts verboten. Und also was das so angeht, mit Freunden weggehen oder dass Freunde zu mir kommen können, das haben die auch schon immer gemacht, aber es war halt immer nicht so häufig. Und ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, seitdem ich 18 bin, habe ich einfach das Gefühl, dass alles anders läuft, obwohl sich ja gar nicht so viel verändert hat. Ich meine, das Einzige, was mich jetzt zum Beispiel, so was mir jetzt gezeigt hat, dass ich 18 bin, das Einzige, was ich so gemacht habe, jetzt zum Beispiel, wo ich meinen Ausweis zeigen musste, ich habe noch keinen Alkohol gekauft, also das habe ich noch nicht gemacht. Da kann ich noch nicht sagen, oh, ich bin 18, weil ich habe schon Alkohol gekauft. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Was ich aber gemacht habe, ist zum Beispiel in einen Club gegangen, ins Matrix hier in Berlin. Ja, und da musste ich ja auch meinen Ausweis zeigen. Und ja, das war eigentlich ganz cool. Was heißt ganz cool? Es hat sich normal angefühlt. Es ist, als ob das das Normalste der Welt ist. Aber ich sag mal so, das war das Einzige, wo ich jetzt so meinen Ausweis zeigen musste und das, was mir quasi gesagt hat, dass ich 18 bin. Ansonsten läuft das Leben ja eigentlich so weiter, wie es ist. Aber zurzeit ist die Offline-Welt bei mir einfach so, irgendwie ist immer was los und irgendwie ist so vieles cool und ich bin in letzter Zeit viel unter Leute und ich muss sagen, das tut mir so gut. Ich liebe es einfach, unter Leute zu sein. Natürlich, ich bin ja, wie gesagt, so ein Mensch, der einerseits total gerne unter vielen Leuten ist, aber andererseits auch die Zeit für sich teilweise braucht. Und ich bin oftmals auch dankbar über diese Zeit, die ich dann auch für mich habe, weil die nutze ich dann auch ganz gut, um in mich zu kehren und so ein bisschen, ja, auf meine eigenen Bedürfnisse einzugehen. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil ich ja in letzter Zeit wirklich viel unter Leuten bin, auch so am Wochenende. Sonst war es ja wirklich am Wochenende so, dass ich ja oftmals nur zu Hause hing und da hatte ich ja fast nur Zeit für mich. Das Problem war aber, dass ich viel in diese Down-Phasen geraten bin. Und jetzt muss ich sagen, dadurch, dass ich viel unter Leute bin und wenn ich dann mal Zeit für mich alleine habe, komme ich nicht in diese Down-Phasen, weil ich ja anderes mit mir zu tun habe. Und dadurch ist es eigentlich ganz gut. Also ich bin zurzeit eigentlich auf einem ganz guten Level, was meine Laune angeht. Und ich bin eigentlich so ziemlich weit oben. Ich muss sagen, gut, ich hatte den einen Sonntag, glaube ich, war das. Da hatte ich auch eine totale Down-Phase. Aber weil ich angefangen habe, über die Zukunft nachzudenken und irgendwie hat sich an dem Tag wieder alles so ein bisschen angefühlt. Ich hatte das sogar aufgenommen mit der Cam, aber das werde ich nicht online stellen, weil ich bin sehr emotional geworden und ich glaube, gehört auch nicht ins Internet, aber ich muss das einfach, wie gesagt, ich neige dazu, vieles aufzunehmen mit der Kamera, einfach weil ich dann mit jemandem spreche, auch wenn es nur mit der Kamera ist. Was hilft mir? Ja, und das war ein Sonntag, wo ich so total down war. Naja, und dann fing der Montag an. Und ab dem Montag war eigentlich alles wieder gut. Ich dachte mir, oh, mein Leben ist doch eigentlich ganz geil. Und ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Und ja, so schnell ging das dann eigentlich, dass ich dann alles eigentlich wieder bergauf ging. Also so eine Downphase hatte ich in letzter Zeit gar nicht mehr. Heute hatte ich in der Schule zwischendurch so eine Downphase. Aber es lag daran, weil ich das Gefühl hatte, ich verzweifle. In dem einen Fach, wo man jetzt so wieder so viel rechnet, denke ich mir, keine Ahnung, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das rechnen soll, bin überfordert, wie ihr vielleicht wisst, rechnen liegt mir nicht so. Naja, und danach hatten wir Mathe und ich dachte mir wieder, was? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich bin total überfordert. Ja, ich weiß nicht, heute war so ein bisschen, das war mir zu viel gerechnet und ich habe das Gefühl, ich war die ganze Zeit woanders, weil ich auch nicht reinkam irgendwie. Das war so, ich habe das Gefühl, für Mathe müsste ich mich jetzt eigentlich jede Stunde vorher nochmal alles angucken und so. Also für jeden Unterricht müsste ich mir vorher nochmal für jeden Matheunterricht müsste ich mir das vorher nochmal alles angucken, was wir gemacht haben. Weil ich habe jedes Mal das Gefühl so, wenn er dann wieder weitermacht so, ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten und so. Und dann denke ich mir immer wieder so, ich habe das Gefühl, ich fange immer wieder vom Neuen an, weil ich so schnell vergesse. Und wenn ich so schnell vergesse, dann ist das nicht gut. Alle anderen steigen da wieder ein, als wäre nichts, weil sie sich das alles gemerkt haben. Bei mir ist das irgendwie nicht so. Ja,
deswegen, und das hat mich heute auch so ein bisschen, alles so ein bisschen fertig gemacht, das ist so, aber heute war eh nicht so mein Tag, ne, ich bin schlecht aus dem Bett gekommen, der Bus kam nicht, ich musste laufen, bin also fast zu spät gekommen, ja, irgendwie, weiß ich nicht, heute war auch einfach nicht mein Tag, aber das hätte ich schon wissen müssen, als ich so schlecht aus dem Bett kam. Oder spätestens ab da, als der Bus nicht kam, hätte ich wissen müssen, heute ist nicht mein Tag. Ja, aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel jetzt dieses Wochenende, also wenn ihr dieses Video seht, könnte sein, dass es das jetzt das richtige Wochenende ist, von dem ich jetzt rede. Ich weiß nicht, je nachdem, wie ich es schaffe, das alles zu schneiden. Ja, auf jeden Fall habe ich das Wochenende jetzt auch schon wieder was vor. Also vielleicht, wenn ihr das hier seht, ist schon wieder Sonntag und ich hatte Freitag was vor und Samstag was vor. Sonntags ist ja doch schon meistens eher der Chill-Tag, den ich auch sehr gerne nutze und das liebe, gechillt an einem Sonntag. Ich liebe natürlich auch Sonntage, die ein bisschen, ne, man was anderes sind, also quasi nicht nur so gechillt, sondern wenn man auch mal aus dem Haus geht oder brunchen geht oder wenn man auch mal was an einem Sonntag macht, dagegen habe ich auch überhaupt nichts, ne? Also ich bin, wie gesagt, ja, ich bin ja, was das angeht, für alles offen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch schon wieder was gemacht an dem Wochenende, ohne jetzt, wie gesagt, zu sagen, scheiße, du müsstest aber noch ein Video dann für Mittwoch schneiden oder so. Nein, weil du nicht mal eins gedreht hast, weil du nicht mal eins drehen kannst. Und das klingt hart, aber irgendwie genieße ich gerade diese Zeit, wo ich so ein bisschen Abstand von dem ganzen YouTube-Ding habe. Ein wenig habe ich es immer im Hinterkopf, dass ich gerne wieder ein paar Hauptvideos drehen würde. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt zurzeit ein paar Ideen und so und würde gerne was drehen. Ist natürlich schlecht, ne? Aber wie gesagt, ich genieße zurzeit einfach das Offline-Sein. Ob ich das hier, wie gesagt, mit dem pünktlich schaffen, das alles zu schneiden und so, das nehme ich mir jetzt auch nicht, ich sehe das jetzt nicht mehr so eng, weil ich mir denke, ist doch schön, dass du die Offline-Zeit genießt. Das möchte ich euch nämlich auch irgendwie mitgeben. Hängt nicht nur von den Rechnern, Handys oder was auch immer, wie auch immer ihr gerade mein Video schaut, hängt nicht nur online ab. Ich sag euch, in dieser Offline-Welt, im sogenannten Real Life, passieren so viele tolle Sachen und natürlich auch viele nicht so gute Sachen, aber man soll ja immer positiv durchs Leben starten. Ja, und deswegen will ich einfach sagen, versucht die Zeit außerhalb des Internets zu genießen mit euren Freunden. Wenn ihr mit euren Freunden zusammensitzt, hängt nicht nur an den Handys, hört, was sie sagen. Redet mit ihnen, sie hören euch auch zu, wenn sie nicht an ihren Handys hängen und ja, genießt das alles einfach, weil das könnte schneller vorbei sein, als wie ihr denkt. Gut, ich wollte jetzt gar nicht, dass das am Ende so emotional wird und so, aber weil ich gerade total wieder so in dieses positiv denken. Ich bin wieder so in dieser positiven Stimmung gerade. Ich möchte, dass alle positiv denken und alles positiv ist. Es liegt vielleicht auch daran, weil ich von Regina Hickst das neue Video geguckt habe. Das kann ich euch gerne in die Infobox verlinken oder hier oben in die Infokarte. Und zwar 10 Wege zum Glücklichsein oder so heißt das, glaube ich. Und schaut es euch unbedingt mal an. Also ich finde, das verleiht einem so, gibt einem so viel Kraft und schenkt einem so viel positive Energie. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich bin mit viel positiver Energie geladen. Aber noch mehr dazu zu bekommen, macht das irgendwie alles besser. Das hat mir heute zum Beispiel, wo ich heute so ein bisschen negative Energie verspürt habe, weil heute ja nicht so mein Tag war, hat mich das Video irgendwie wieder so ein bisschen mehr an meine positive Energie erinnert und ich bin wieder etwas positiver heute. Gut. Ich denke, das ist mein Wort zum Sonntag. Ja. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Tschüss.